Vier Modelle umfasst die aktuelle Exzentriklinie bei NS-Bikes. Die Hardtails nutzen 27,5 Zoll Laufräder. Unser Testrad, das Eccentric Jumbo, ist als einziges Bike der Serie mit 2,8 Zoll breiten B-Plus-Reifen bestückt. NS Bikes steht übrigens für North Shore Bikes. Die ersten Modelle waren Dirt Jump Bikes. Das Eccentric ist als All Mountain und Trail Hardtail klassifiziert. Der Alurahmen ist stabil und kompakt. Dem Einsatzzweck entsprechend hat das Bike einen flachen Lenkwinkel, ein langes Oberrohr, einen kurzen Vorbau und recht tiefes Tretlager. Auch sind die Kettenstreben für ein B-Plus-Rad sehr kurz gehalten. Der Fahrer sitzt zentral in einer zum Pedalieren angenehmen Position, gleichzeitig bringt man viel Druck auf das Vorderrad, das gibt viel Kontrolle. Der sehr angenehm gekröpfte Lenker kommt, wie auch der Vorbau von NS, und ist 780 mm breit. Die SRAM GX-Schaltung stellt 11 Gänge zur Wahl. Mit einem 30er Kettenblatt vorne ist das Eccentric Jumbo perfekt für welliges Gelände bestückt. Auch steile Stiche klettert man damit gut hoch, solange sie nicht zu lange werden. Die sehr gute Traktion der WTB Trailblazer ist dabei hilfreich. Auf Wurzeln oder feuchten Steinen geraten die Reifen allerdings etwas ins Rutschen, wenn das Bike gerade steht, da die Mittelstollen beinahe einen durchgehenden Steg bilden. In schrägen Passagen oder Kurven aber gibt der Grip keinen Anlass zur Klage. Auch das Rollverhalten wiederum profitiert von der Form der Mittelstollen. Die Reifen sitzen übrigens auf schicken Laufrädern von NS Bikes samt sehr breiten Felgen. Die SR Santur Radon Federgabel bietet 120 mm Federweg und arbeitet sehr souverän. Bei Bedarf, also in Anstiegen, auf ebenem Untergrund oder Trailsektionen, lässt sie sich blockieren. Gebremst wird das Eccentric Jumbo mit Avid DB3 mit 180er Scheibe vorne und 160er hinten. Im Trail gefällt das Bike durch viel Dynamik. Trotz seines Gewichts von 13,47 Kilo lässt es sich gut beschleunigen und es klettert angenehm zuverlässig. In schnellen Passagen liegt es souverän, gleichzeitig kann man es schnell um enge Kurven drücken. Typisch für ein Hardtail erfordert das NS eine gute Spurwahl. Der Hinterbau mit seinen hohen Sitz- und Kettenstreben gibt Schläge sehr direkt an den Fahrer weiter. Trotz der voluminösen Reifen bietet das Bike kaum Komfort. Das Eccentric Jumbo bietet viel Fahrspaß im Trail. Es gefällt den Abfahrten, macht sicherlich auch auf dem Pumptrack Spaß und im Bikepark eine gute Figur. Dabei kann man es durchaus auch auf Touren prima fahren. Mindestens in diesem Fall würden wir zur Nachrüstung einer Vario-Stütze raten, der Rahmen ist dafür vorbereitet. 1.649 Euro kostet das Bike, ein Preis, der in Ordnung geht.